Hallo, guten Morgen. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Annika Metzner und ich wollte in diesem Video heute gerne ein paar Gedanken zum Thema Freiheit, Freiheit von äußeren Umständen mit dir teilen. Freiheit ist in uns so tief drinne. Der Gedanke daran, frei zu sein, unabhängig zu sein, ist für jeden von uns mit der Geburt sozusagen veranlagt. Wir kennen das bei Kindern. Niemand möchte gesagt bekommen, was er zu tun und zu lassen hat. Und auch für uns Erwachsene ist dieses Gefühl der Unabhängigkeit und Freiheit einfach so, so wichtig. Und wir haben aber oft immer weniger das Gefühl, dass wir frei sind. Ja, je mehr Rollen wir im Leben spielen, je mehr auf unserem Schreibtisch, auf unserem Teller sozusagen ist, haben wir das Gefühl, immer weniger frei zu sein, weil die Umstände einfach so sind, weil unser Leben einfach so ist, weil wir Verantwortung für dies und jenes haben. Das ist einfach was, was viele zunehmend beschäftigt. Und für mich ist es einfach immer wichtig zu gucken, wie kann ich Eigenermächtigung herstellen? Für mich privat, aber natürlich auch in meiner Arbeit. Wie können wir es erreichen, dass wir Eigenermächtigung herstellen? Denn wir wissen alle, in der Theorie zumindest, jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist das, was man immer so schön sagt. Aber die Wirtschaft, ja. Aber meine Arbeit, mein Chef, mein Partner, meine Kinder. Aber das ist gerade dran und deswegen geht es nicht und überhaupt, ja. Also Dinge passieren, das Leben passiert und wir haben das Gefühl, wir sind ausgeliefert inneren Umständen, das heißt unseren Gedanken und Emotionen, aber eben auch äußeren Umständen ausgeliefert. Und ich möchte dir heute so ein paar Gedanken mitgeben, dass du für dich direkt eine neue Perspektive gewinnen kannst und vielleicht etwas mehr Freiheit in deinem Leben herstellen kannst. Dazu will ich dir ein Beispiel geben aus meinem eigenen Leben. Als ich klein war, ich weiß nicht, 7 oder 8, ich habe diese eine Erinnerung, habe ich überlegt, was sind eigentlich Probleme? Ich habe das überall um mich herum gehört und die Erwachsenen haben darüber gesprochen und wir haben Probleme und so. Und ich habe immer gedacht, was sind Probleme denn eigentlich? Was genau haben die Erwachsenen denn? Was ist denn das Thema? Weil ich habe gedacht, was kann es sein, was die so beschäftigt? Also wir spielen, wir gucken, was können wir jetzt machen? Was macht uns Spaß? Ich habe das nicht verstanden, was ein Problem ist. Was könnte das sein? Und wenn ich heute noch mal über dieses Thema reflektiere und überlege, was ist eigentlich ein Problem, dann gibt es da verschiedene Gedanken, die man dazu unterteilen kann. Und das eine ist, dass wir mit unserem Fokus, mit unserer Kraft, die immer im Jetzt liegt, ja, wir können immer nur jetzt was verändern, zu keinem anderen Zeitpunkt, wenn wir mit unserem Fokus entweder in die Zukunft gehen oder in die Vergangenheit. Das heißt, immer wenn wir darüber nachdenken, was liegt nächste Woche an? Was habe ich da auf der Arbeit für ein großes Projekt? Oder was fallen da für Rechnungen an? Oder was könnte da passieren in 2 Monaten, in 6 Monaten oder morgen, übermorgen? Ja, das macht uns dann Angst. Ja, wir haben Sorgen. Das heißt, immer wenn wir mit unseren Gedanken in einer Zeit in der Zukunft sind, dann verursacht es sehr oft Ängste und Panik. Andererseits, wenn wir mit unseren Gedanken in der Vergangenheit sind, weil wir etwas bedauern, weil wir Groll hegen, weil wir mit irgendwas nicht zufrieden sind, was irgendwie gelaufen sind, was wir gemacht haben oder auch was wir nicht gemacht haben oder was wir glauben, was jemand anderes mit uns gemacht hat, ja? Wenn wir mit den Gedanken in der Vergangenheit sind, können wir jetzt daran nichts mehr ändern. Wir können de facto jetzt daran nichts mehr ändern. Wir sind aber mit unserer Aufmerksamkeit, mit unserer ganzen Power und Energie in dieser Zeit, auf die wir keinen Zugriff mehr haben. Und das verursacht uns, ne, Depressionen, Unbehagen. So. Und wir können nichts ändern. Das heißt, wir sind nicht frei. Wir haben unsere Energie in diese Zeit gegeben, aber wir können daran gar nichts ändern. Das heißt, der Moment, wo wir aktiv werden können,
wo wir Dinge angehen können, wo wir Entscheidungen treffen können, wo wir was anders machen können, ist immer jetzt. Und jetzt gibt es gar kein Problem. Beziehungsweise, wenn jetzt eine Herausforderung da ist, können wir sie direkt angehen. Das heißt, das ist ein Thema in Bezug auf Freiheit, dass wir entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft unterwegs sind und uns deshalb schlecht fühlen, aber daran gar nichts ändern können. Und das macht uns unfrei. Und eine andere Thematik, die uns in großem Maße unfrei macht, ist unser Selbstbild, unsere Identität, die wir uns aufgebaut haben. Beispielsweise, wir wissen, das ist mein Name, das ist mein Beruf, das ist mein Job, das ist mein Arbeitgeber, mein Firmenwagen, mein Haus, das ist das, wer ich bin. Und wenn wir feststellen, dass es uns mit dem, was wir gerade machen, haben, wer wir sind, nicht gut geht, dann hält es aber uns unbewusst oft davon ab, etwas zu verändern, weil wir uns denken, wer sind wir denn dann? Was sollen denn die anderen über uns denken? Wie sehen uns denn die anderen? Dann sehen die uns vielleicht als Verlierer oder als jemand, der nicht erfolgreich ist oder als was auch immer. Das heißt, unser Selbstbild, was wir uns aufgebaut haben durch unsere Identität und auch unsere Glaubenssätze, die damit reinspielen, macht uns unfrei. Und unser Selbstbild, das ist so ein bisschen hinten durch den Rücken sozusagen, kommt das Selbstbild. Denn unser Selbstbild ist gar nicht so unbedingt das, was wir über uns jetzt gerade denken, sondern das, was wir denken, was andere über uns denken. Das ist das, was uns unfrei macht. Der Klassiker, was sollen die Nachbarn denken? Ja? Was sollen die anderen über uns denken? Und das ist oft nichts, was so bewusst abläuft, aber uns unbewusst einfach dort hält, wo wir sind, weil wir uns denken, Mensch, nee, es fühlt sich irgendwie nicht so gut an, da was zu verändern. Ja? Und das macht uns natürlich total unfrei. Wer sind wir denn dann? Was denken die über uns? Und der letzte Punkt, der da so prägnant erwähnt werden möchte in Bezug auf Freiheit, ist natürlich auch die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, was unsere Perspektive auf die Dinge ist. Die Welt ist, wie sie ist, die Umstände sind, wie sie sind, Dinge passieren, äußere Umstände finden statt. Und wir glauben, wir sind ausgeliefert. Wir haben aber immer die Möglichkeit, unsere Perspektive auf die Dinge zu verändern. Ein total schönes Beispiel, was ich so prägnant finde dafür, ist beispielsweise meine kleine Tochter hat irgendwann mal sich einen Regenschirm gewünscht, haben wir ihr geholt. Es war ein Regenschirm mit schönen Regenbogen drauf und der war dann hier bei uns im Flur. Und es war ein Morgen, es hat geregnet, es war kalt und wir haben uns morgens fertig gemacht und wollten dann raus in Kita und Schule. Und mein Gedanke war so, oh, es regnet, es ist nicht besonders schön heute und dann jetzt los und raus und so. Und es war für mich keine schöne Situation, ja, also jetzt kein Drama, aber es war halt nicht so besonders erfreulich. Meine Tochter sieht, dass es draußen regnet und freut sich total darüber und sagt, ich kann endlich meinen neuen Schirm ausprobieren. Oh, ich freue mich so, dass es regnet. Die Information ist einfach, es regnet, Punkt. Das ist weder gut noch schlecht. Meine Perspektive in dem Moment war, oh nee, es ist nicht so schön. Und die Perspektive meiner Tochter war, das ist ja mega gut. Und so ist es mit allem, ja, was passiert sozusagen an den Märkten. Ja, da gibt es immer einen, der sich freut, wenn die Preise steigen und einen, der sich nicht freut, wenn die Preise steigen. Das heißt, es ist immer eine Sache der Perspektive und deines Standpunkts. Und deine Perspektive kannst du immer ändern. Das ist die totale Selbstermächtigung, ja, die totale Freiheit. Wir können immer entscheiden, wie wir die Dinge beurteilen. Und da wir in einer
in einer Welt der Dualität sind, gibt es immer zwei Seiten von einer Situation und wir können uns immer entscheiden, von welcher Seite wir draufschauen. Und das sind also so drei Punkte, die ich in Bezug auf Freiheit einfach erwähnen wollte. Und vielleicht gibt dir das den einen oder anderen Denkanstoß auch nochmal. Immer wenn du das Gefühl hast, ach Mensch, das ist jetzt wirklich nicht schön oder ich fühle mich jetzt ausgeliefert, der Situation ausgeliefert, meinen Gedanken und Emotionen ausgeliefert, dann ist es vielleicht einfach schön, das im Hinterkopf dann doch nochmal zu haben. Ich komme immer zurück ins Jetzt. Hier ist meine Kraft, immer im Jetzt. Ja? Nicht an morgen denken, nicht an gestern, immer jetzt. Und im Hier und Jetzt kann ich denken und fühlen, was ich möchte. Niemand entscheidet das für mich. Ich alleine entscheide das, aktiv oder passiv, aber ich entscheide das selbst. Und ich kann immer mir irgendetwas suchen, wie ich gute Gefühle herstellen kann oder positive Gedanken fassen kann. Ja? In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freiheit, ganz viel Freiheitsgefühl, ganz viel Selbstermächtigung und Eigenermächtigung und sende ganz liebe Grüße. Bis bald. Ciao.